So, da sind wir und weiter geht es mit Assassin's Creed Odyssey. Yes. Pirateninseln, ne? So, da haben wir noch so ein Fragezeichen, das wir uns nochmal angucken wollten. Ist da eins, zwei sogar, genau. Erstmal hier oben, was ist das? Brauchst du Licht? Bla bla bla, brauche ich nicht. Da unten haben wir noch eine Festung. Ah ja, das ist ja die große Festung. Ziehen wir mal oben hier gucken. Gestriger Wachturm. Hey, ihr seid auch böse. Das Gebiet wird gut bewacht. Warum seid ihr böse? Komm mal gucken. Hier ist nichts mehr. Ja, komm schon. Nur mal gucken. Ist ein Wolf. Oh, den wollte ich nicht. Nein. Aua. Getroffen. So, durchsuchen. Jetzt bist du dran. Da ist wieder der Söldner irgendwo da unten, ne? 60 Meter. Guck mal, der kommt wieder angelaufen, ne? Mal nerven die voll echt. Was denn? Wo gehst du denn hin? Das brennt alles. Ich habe nichts gemacht. Das brennt alles. Hoch. Bin ich denn jetzt? Eine kurze Erschütterung. Erstmal looten. Dum, dum, dum. Ich wollte hier oben so einen Angriff machen. Das wäre doch cool, ne? Das ist viel zu hoch. Die Nerven fallen die mit ihrem Kopfgeld, ne? Ich hätte das jetzt schon längst hier frei gehabt, alles. Kopfgeldjäger. So, runter. Ist hier irgendwo was? Schützen. Komm mal her. Da mache ich das schon mal so einen Schaden. Hier oben. Ach, jetzt kommen die alle hier oben. Wir sind immer noch versteckt. Wir sind immer noch versteckt. So geht's cool und easy, ne? Komm mal her. Nächste. Ja, ich. Aha. So, jetzt sind die alle weg, ne? Jetzt ist nur der Wolf. Kannst du nicht rufen, ne? Kannst auch keinen Schlag rufen. Schleichangriff. Stufe 17, ne? Ah, die ist giftig, ne? Komm, wir versuchen das mal. Lala. Schleichangriff. Direkt her mit dem Ding hier. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Die Trinkerin, ne? Au, ich bin doch ausgewichen. Haha, jetzt aber. Oh, okay. Oh, das war ein bisschen zu nah.
Ich glaube es nicht. Okay. Kriegst du nochmal so einen Tritt hier? Söldnerschreck. Mal gute Kämpfe, echt. Wir tragen immer noch so viel, ne? Das kann ich jetzt nicht nehmen. Doch. Ah, Söldner Handschuhe. Hm. Das nehme ich auch noch mit hier. Sehr gut. So, nächste Fragezeichen ist irgendwo da unten. So, wir müssen ja immer noch die 15.000 sammeln, ne? Wir müssen das jetzt nicht jetzt machen, sondern wir können ja weiter die Hauptstory machen. Es gibt ja noch zwei andere Quests von der Hauptstory. Und auf dem Weg können wir dann die Kohle sammeln. Oder dann in anderen Gebieten. Und wenn wir die dann haben, dann kommen wir wieder hier zurück, ne? Die Knorrhöhle. Was ist das denn für eine Knorrhöhle? Aua. Alphard hier zerlegen. Ja, zerlegen. Erlegen. Wo gibt's denn hier ein Alphard hier? Da. Wird immer geknurrt. Alles klar, Löwe. Ja, okay, der macht gut Schaden. Der macht gut Schaden. Gut Schaden, der. Ist auch ein Tritt. Aber das ging nicht so weg, ne? Okay, der war ein bisschen Schaden. Ich bin gleich tot. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Guck dir das an, der. Was der für ein Leben weg macht. Haben wir uns jetzt alle beruhigt? Erledigt. Oh, da kommt der nächste. Nein! Geht ja ab heute hier. Rohes Fleisch. Aha, Löwenkralle. Das ist ja auch nichts mehr, ne? Oh, was war das für eine Höhle? Einfach so eine kleine. Okay, fangen wir hier an. Ja. Dann das hier auch noch. 19. 19, aber wir hatten ja auch noch was Tolles, ne? Was wir jetzt ziehen können. Warte mal, einmal war das hier 16, da, sowas hier. 100, oh ja, 2% für alle Schäden. Nehme ich mit und das hier wäre dann hier 86, 85. Wenn wir die ganzen Sachen noch verkaufen, ne? Kriegen wir auch noch vielleicht die Kohle hin. Oder wir zerlegen die. Okay, Stufe 19, ne? Sind wir ja fast. Okay, fehlt noch etwas weniger als die Hälfte. Neuen Bogen haben wir auch. Alter, was ist denn hier los? 270, ne? Den benutzen wir ja kaum. Weitere Waffe hier. 426. Boah. Wir haben den hier ausgerüstet. Als zweite Waffe. 426, ne? Boah, das sieht ja krass aus. Da haben wir das hier. Wir können auch eine zweite Bewaffnung machen, aber zum ersten Mal hier, ne?
Hier gibt es noch was Tolles? Ne. Alles klar. Raus aus der Höhle. Schöne Aussicht. So, dann pass mal auf jetzt, ne? Wir haben ja gesagt, die Hauptquest besteht aus Gastfreundschaft der Piraten. Ist das einmal? Ne. Die Odyssee bitte, genau. Währungskampf ist eine Nebenquest, ne? Insel des Unglücks. Da müssen wir die Kohle hinbringen. Das war das eine Ding. Das ist das hier. Das zweite ist ja, sprich mit Hippokrates. In Argolis. So, da gucken wir mal kurz auf der Karte. Argolis ist, war das nicht irgendwo hier? Argolis, aha. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Das ist 18 bis 22. Okay. Stufe. Und dann als nächstes wäre das dann, um ein Mädchen zu finden. In Korinth, ne? Das wäre. Speer des Leonidas, um das zu verbessern. Okay, okay, okay. Dann wäre, um ein Mädchen zu finden. Das wäre in Korinth und da ist 19 bis 23, ne? Also würde ich mal sagen, gehen wir erstmal hier in Argolis. Genau, das machen wir, ne? Wenn wir die Kohle haben, kommen wir dann zurück, weil wir haben jetzt auch hier alles. Wir haben hier die Stadt hier durch, die Insel, nicht die Stadt. Ja, okay, wir haben jetzt die nicht übernommen, aber... Gleich irgendwann mal. So. Da waren. Die hatten auch noch Quests, ne? Roten Trümmern. Das sind auch so Nebenquests. Okay. Ich möchte jetzt gerne nach Argolis irgendwie. 18 bis 22. Ja. No, wir entdecken Argolis und dann sammeln wir Kohle und dann geht's weiter. So. Wo ist jetzt unser Schiff? Da können wir schnell reisen. Genau, dann machen wir das. Gesagt, getan. Ab nach Argolis. Wir erkunden das antike Griechenland. Ablegen. Auf Position. Kapitän an Bord. Ja, du hast ja noch ein Ausrufezeichen, aber wir kommen dann nochmal bestimmt hier hin. Wenn wir die Kohle haben, ne? Einmal drehen müssen wir. Stopp, 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 stopp. Nicht so schnell. Erstmal drehen. So, jetzt könnt ihr raus. So, jetzt kurz mal ein Orientierungsplan. Wir müssen, glaube ich, hier geradeaus. Ne? Genau, geradeaus und dann hier irgendwie nach Argolis. Irgendwo wird da ein Hafen sein. Oder? Da, königlicher... Königreich der Hoffnung. Vielleicht das Heras Wacht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. 4000 Meter. Gib Gas, Leute. Attacke. Weiter geht es. Da können wir auch Schiffe versenken, wenn wir Bock haben. Oder auch nicht. So, wir machen mal die andere Quest. Warte, das ist nicht die. Erste Schaden. Genau, wir suchen jetzt den, liegt im nordöstlichen Teil der Stadt Argos. Wo ist denn die Stadt Argos? Argolis. Argolis kann doch, also Argos kann doch nur in Argolis sein, ne? Das wird ja hier gar nicht angezeigt jetzt. Wird ja nur der angezeigt, der Midas. Okay. Stufe 20, ne? Schlachtfeld von Argos. Korinth. Ich weiß es nicht, ne?
gucken, wo soll man jetzt hier Pograte suchen? Im Süd. Südlich der Tokal. Warte mal, ich guck noch mal kurz sicherheitshalber. Wieso wird mir das jetzt nicht angezeigt? Ich habe die Quest doch ausgewählt, ne? Ich habe die Quest ausgewählt hier. Gerüchte, nach denen ein Arzt namens Hippokrates Informationen über Myrines Aufenthaltsort haben könnte, führten Alexios zur Stadt Argos, wo sich seine Klinik befand. Was? Ja, ich denke mal, das ist in Argolis und dann fahren wir jetzt einfach mal dahin, ne? Obwohl das nicht angezeigt wird, Mädchen zu finden. Das wird aber angezeigt, ne? Wenn ich das mache, wird das angezeigt. Da ist das da, in Korinth. So, aber wir sollen jetzt selber suchen, deswegen wird uns das nicht angezeigt. So, da wird nicht angezeigt, ne? Okay. Ja, ein bisschen haben wir schon erkundet, ne? Ein bisschen haben wir schon erkundet. So, einfach mal geradeaus jetzt. Barnabas. Vor Jahren in einer hellen Nacht wie dieser segelte ich mit meinem alten Freund Daros nach Samos, als wir hörten, dass in der Dunkelheit unsere Namen gesungen wurden. Der Gesang war so tief, dass wir vergaßen. Sag nicht nur. Die Sirenen gesehen. Ich hielt mir die Ohren. Ich kann nicht gehen. Doch als ich Daros warnen wollte, war er fort. Ich sah ihn nie wieder. Die Seru, weißt du nie, wo sie dich hinführt. Vielleicht ist Daros jetzt König in einem fernen Land. Befreiner, verschone uns! Was sei doch, verschone uns! Ihr sollt nicht keine Angst haben! Verseid und stellt die Adrastea auf die Probe! Wieso? Ist da noch ein bisschen Regen? Geht ja noch. Wir hatten ja schon mal so ganz große Wellen gehabt, ne? Bist du jetzt hier richtig? Wo sind wir denn jetzt? Da. Ich muss mehr so nach links. Was soll man denn hier hin? Da ist doch Argos, ne? Das ist doch Argos. Also müssen wir, sage ich mal, irgendwie da Heras Wacht, da in diese Bucht da rein. Komm, zack. Jetzt haben wir eine Markierung. Ha, hab ich eben Argos gar nicht gesehen, ne? So. Nein, das will ich doch nicht. Nein, auch nicht reden. Mann, übernehmen. Ich muss hier mal vorbei. Jetzt rammen die uns, ne? Ja, wir haben Höchstgeschwindigkeit und jetzt Reisegeschwindigkeit. Ab nach Argos. Argos, wir kommen. Siehst du diesen Vulkan? Der ist kaum zu übersehen. Man sagt, an seinem Grund liegt ein Eingang in die Unterwelt. Und dann? Betritt sie, indem man hineinspringt? Das ist Heldenmut. Ein tapferer Arkadier, den ich kannte, hatte dieselbe Idee. Und was wurde aus ihm? Die Hitze verwandelte ihn zu Asche, bevor er auch nur halb unten war. Ich schätze, einige Rätsel bleiben besser unerforscht. Da oben ist Argos. Boah, das kann gut sein, ne? Das kann gut sein. Ab nach Argos. Argos, gibt es denn eine Anlegestelle? Doch, es gibt eine. Warte, einmal drehen bitte. Oder lang! Das ist aber eine Wendung hier. Jetzt nochmal geradeaus. Ja. Bruder bereit. War das jetzt diese Bucht, die ich mir markiert habe? Fast, ne? Ja, okay, fast. Ich
Königreich der Hoffnung. Alter. Oh, jetzt können wir hier anlegen. Erreicht das Amt. Daurus entdeckt. Da ist dann noch ein Parkmodus. Argolis. Geburtsort der Medizin, Leute. Yes. Die sind überall am Feiern und am Tanzen und am Saufen und am Rumhuren. So wie es nicht gehört. Gulis. Hier gibt es so einen Synchronisationspunkt, das machen wir mal, ne? Gibt ja wieder auch ohne ein Fragezeichen. Gulis, Alter, überall. Auf der kleinsten Insel und auf dem Festland sieht es überall so schön aus. Hier 80 Meter. Mal in diese Richtung. Ulis, wir kommen. Da oben, okay. Synchronisieren. Wir sind bei dir, Argolis. Sag mal, das bist du freigeschaltet, ne, auf der Map. Ja, yeah, unseren ersten Teil auf Argolis. Und da irgendwo ist Hippokrates, ne? Ja. Da gibt es auch noch so ein Fragezeichen. Sollen wir mal gucken gehen? Komm, wir gehen mal zum Fragezeichen. Ist ja nur eins. Ist doch nicht so schlimm. 150 Meter. Daraus. Wer hat da ein Fragezeichen für uns? Ja, ein bisschen Holz. Ist hier eine Party? Hi. Daraus. Oh, warte mal, ich wollte mal gucken hier, 27 Meter. Da ist es verboten. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Ah, was ist das denn? Christenia Haus, ne? Ich wollte noch gucken, was das ist. Ich wollte das jetzt nicht übernehmen. Ich wollte nur mal gucken. Okay. Ich wollte es nicht übernehmen. Also. Markierung braucht man da nicht mehr. Nein. Argolis, ich würde mal sagen, wir holen jetzt einfach mal den Phobos und der soll uns jetzt einfach dahin reiten, ne? Dann schauen wir hier einfach, was es hier alles gibt. Ist so eine gute Idee, ne? Zack, 1300 Meter und der reitet uns jetzt da rein. Na gut. Mitten in der Nacht. Da stehen die überall, ne? Echt.
So, Phobos. Tutu. Ella Malaka. Alos. Ella. Was wollte ich schon machen? Ich wollte hier die Markierung, da ist die Straße, ne? Ist das eine Straße? So, zur Zielmarkierung, genau. So, Phobos. Bring uns mal bitte zum Hippokrates. Bringen wir uns mal ein, 1000 Meter, ne? Ja, schöner Baum hier. Ja, Hippokrates, ne? Das ist der Typ, der... Also wenn die wenn du heute Arzt werden willst, dann musst du den Schwur des Hippokrates machen. Genau. Und erst dann kannst du Arzt sein. Und das ist immer noch, gilt das halt, ne? Der hat das hier erfunden. Und in unserer heutigen Zeit gilt das immer noch. Ja, von Argos. Ah, wir sind in Argos, ne? Geil. Argos. War doch gar nicht so weit weg, ne? Sah jetzt auf der Map weiter weg. Söldner. Warum? Was? Argos, ne? Neuer Ort entdeckt. Argos. Yeah. No, mit diesem Anblick würde ich mal sagen, machen wir heute mal Pause, ne? Okay, danke und bis dann. Ciao.